Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu meinem neuen Format Inverted Hot Lap, wo ich alle Rennstrecken in diesem Game entgegengesetzter Fahrtrichtung fahren werde. Dabei werde ich auch die Zeit messen lassen, die ich mithilfe meines Schnittprogramms einbauen werde. Für all diejenigen von euch, die sich jetzt denken, hä, was ist denn das? Ich erklär's mal. Wer mich schon länger kennt, weiß, dass ich Ende letzten Jahres einen Stream auf Twitch gemacht habe, folgt mir auf Twitch, wo ich mit der Community entgegengesetzter Fahrtrichtung gefahren bin. Und da hatte ich die Idee, dass man das vielleicht in der Zukunft noch etwas ausbauen könnte. Deswegen habe ich vor, die Zeiten messen zu lassen, weil ich einfach mal wissen möchte, wie groß der Unterschied zwischen der normalen und der umgekehrten Runde ist. Außerdem kam Anfang April 2020 die Idee, dass man eine der beiden Rennen in Silverstone falsch herumfahren wollte, was aber wegen der Lizenz scheiterte, und diese Idee gab es auch Juni diesen Jahres in Spielberg. Aber dort scheiterte es am Geld, an der Zeit und an den Kurven 1 und 3, weil man quasi mit sehr hoher Geschwindigkeit über Kuppen in diese Kurven hineinfährt. Links zu den beiden Artikeln in der Videobeschreibung und machen wir ein kleines Spiel daraus. Ratet einfach mit dem Hashtag-Tipp meine Hotlap im Time Trial, ohne ans Ende des Videos zu skippen. Nun viel Spaß mit der entgegengesetzten Runde in Bahrain. So, liebe Freunde, ich befinde mich gerade bei Kurve Nummer 2 und stehe jetzt entgegengesetzt. Und ich bin echt mal gespannt, was ihr denkt, was ich für eine Zeit entgegengesetzt der normalen Runde in Bahrain fahre. Also, here we go. Wie ihr sehen könnt, oder gleich sehen könnt, oben links befindet sich dann den Counter, den ich dann so eingebaut habe. Ich sag auch mal, was los geht. DRS ist aktiviert und los geht's. Und die Runde startet ab jetzt. So, Bremspunkt hier fit ist nicht einfach. Man muss ungefähr hier bremsen. Ja, und weiter geht's. Rausbeschleunigen. Über 300 km/h anbremsen, dann hier einlenken, Flatspot incoming, weiter, Vollgas und dann diese Kurve. Oh, die macht Spaß, wenn man sich bergab fährt, ey. So, anbremsen, so, entlang und zack, DRS öffnen, Attacke. So 60, 70, 80, Bremspunkt ist ungefähr, oh, hier so, ne? Ey, das war gar nicht mal schlecht. Und viel Erfahrung habe ich nicht. Ich habe vielleicht ein paar Runden trainiert, mehr nicht. Aber der Bremspunkt ist schwierig. Ungefähr hier. Ja, ja, Flatspot incoming. Hier Vollgas. Ist nicht... Oh, Scheiße. Okay. Ja, das machen wir nochmal. So, liebe Leute, ich stehe wieder kurz vor Kurve 1 und ich würde sagen, let's go. Weiter Bogen anfahren. Hochschalten, DRS aktivieren und Attacke. Und die Runde beginnt ab jetzt. Ich bin mal gespannt. Bremspunkt hier. Ich weiß, dass ich gefühlt so eine Minute auf der Bremse stehe. Das müsst ihr mir nicht sagen, das weiß ich selber. Ich versuche daran noch zu arbeiten, aber das ist nicht so einfach. So, leichter quer. Verstärkt Bremsbremser, meinte ich. So, jetzt hier wieder runter. Oh, schöne Kurve, aber Körper nicht berühren. So, sehr schön. Ja, sieht doch ganz gut aus. Und jetzt wieder der Bremspunkt. Ja, hier so, ne? Ja. Sieht doch ganz gut aus. Na, jetzt kommt meine Schwachstelle. Ja, ist okay so. Oh, das Auto wollte schon wieder... Ja? Es wollte schon wieder in die entgegengesetzte Richtung. Ja, das ist meine absolute Schwachstelle. Diese Kurve. Attacke, DRS. Und jetzt ist es lustig. Bremsen. Eieieiei. Scheiße. So. DRS öffnen und Vollgas und die Zeit wird gestoppt jetzt. Naja, was die Zeit jetzt ist, kann ich natürlich nicht sehen, das werdet ihr oben links erkennen können, aber ich würde sagen, okay, ein Versuch machen wir noch. So, Freunde, dann würde ich sagen, ein letztes Mal. Ich bin echt gespannt, wer von euch die Zeit errät, die ich hier fahre, aber gut, let's go. So, jetzt mal vollständig konzentrieren.
Und die Zeit beginnt ab jetzt. Curb kann man ganz leicht klippen. Da habe ich so viel Zeit liegen lassen. Und dafür habe ich den Abschnitt eigentlich ganz gut genommen. Der ist. Jawohl. Ja, ein bisschen näher dran wäre auch nicht schlecht. Und die Zeit wird gestoppt. Bin echt mal gespannt, wer die Zeit von euch oben links hat. Bin ich echt mal gespannt. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao.